Du lachst schon. Oh mein Gott, die sieht komisch aus. Warte. Komm nicht. Ja. Hallöchen, herzlich willkommen auf dem Spiel mit mir Kanal. Ja, hey Leute, was geht ab? Wir hoffen, euch geht's gut. Ja. Ihr seht schon, hier liegt Make-up. Viel davon. Ja, und auch noch gutes Make-up. Wir machen heute ein High-End Blind Make-up Challenge. Mhm. Und zwar wird Danja mich heute blind schminken. Mhm. Ich hatte so ein Video ja schon mal mit Eva gemacht bei DIY, wo ich Eva blind geschminkt habe und das ist völlig in die Hose gegangen. War mega witzig und ich bin gespannt, ob du das heute hinbekommst. Ich bin auch gespannt. Wo ist denn meine Maske? Ja, deine Maske. Die Claudio. Da ist die schöne Dankeschön. Einhornmaske. Das, ja, hier sind sehr, sehr schöne, gute Produkte dabei. Bitte dann, ja, mach diese nicht kaputt. Ja. Ihr seht schon, ich bin auch ungeschminkt. Schöner wird es definitiv jetzt, glaube ich, gerade nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus. Also, vielleicht wird es ja voll. Wir können ja auch eine Ugly Challenge machen. Okay, ich hätte. Genau, Ach so, ja, hier, ne? Man sieht schon, Danja ist schon voll. Ich bin voll dabei, die freut sich. Ich gebe dir die Produkte in die Hand. Du sagst mir, was du gerne möchtest. Ja, also ich möchte gerne anfangen mit der Lidschattenpalette. Okay, welche Farbe? Das wirst du jetzt einfach wählen. Ja, ich habe übrigens Hände gewaschen und desinfiziert vorher. Ich muss jetzt mal gucken, wo dein Gesicht ist. Ist gar nicht einfach, ne? Ja, okay. Kann ich vorher noch den Shape Tape Concealer haben, kurz? Tu ihn dir aufdrehen. Mhm. Gott, Leute, ich habe Angst. Ach, muss er nicht haben. Hier. Jetzt brauche ich dein Gesicht. Ah, da ist ein Gesicht. Okay. Hier sein Auge zumachen, bitte. Das ist echt nicht so einfach. Aber nee. Ich glaube, ich kann es ganz gut erfüllen, was da so abgeht. Okay. Ja, kannst du das fühlen, was hier so abgeht? Oh Mann. Okay, hier ist das Auge. Ja, ich dachte, das ist der Mund. Claudio, ist das noch okay? Ja. Okay. Klar, ich kann dich doch gar nicht entstellen, Bianca. Oh. Du bist schon entstellt. Weißt du, was Karl jetzt sagen würde? Ja. Das, was Claudio gerade gesagt hat. Komm, ich hab mal Angst, dir voll ins Auge zu dämmen. Ja, ich hab auch Angst. Danja gibt sich hier voll Mühe. Ne? Ich dachte eigentlich so, die nimmt dir irgendwie die Farben und kleistert die mir einfach ins Gesicht. Nein. Aber nein. Gutes, teures Make-up. Okay. Du lachst schon. Oh mein Gott. Ich sehe komisch aus. Ja. Fanny, weißt du, was komisch ist, wenn du mich anguckst? Dieses Einhorn-Ding. Ich bin hier voll. Schaut mal, die hat hier voll das Einhorn und dann diese Augen. Das sieht voll witzig aus. Ich weiß nicht, wo hingucken. Wo bist du, Claudio? Wo bist du? Okay, da, das ist mein Gesicht. Ja, das ist gut, dass ich das zumindest noch erfühle. Mhm. Okay. Oh, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Und vor allem, du warst gerade mal nur den Lidschatten, das geht ja noch. Pass mal auf, bis du Wimperntusche und sowas machen musst. Oh Gott. Und die Dinge hier, wie nennt man es? Das sind meine Augenbrauen gewesen übrigens. Mhm. Oh, ups, okay, warte. Dann versuche ich es jetzt vielleicht zu Also Claudia schüttelt den Kopf. Also ich denke, ich sehe gerade wunderschön aus. Tut mir leid. Also, du ich glaube, das sind auch eher so meine Augenbrauen, die du gerade so verwischst. Wirklich? Aber hier ist doch mein... Ja, das ist mein Auge. Okay, ich glaube, das reicht erstmal mit Lidschatten, bevor ich das jetzt hier komplett aufatme. Okay. Reich mir doch bitte mal den gib mir erstmal den Shape Tape Concealer nochmal. Gut. Also ich muss sagen, dafür, dass du jetzt so viele Stellen, hast du ganz schön wenig Concealer genommen. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, hier ist du bist gerade schief. Ach so, ich habe meinen Kopf gedreht. Das musst du mir sagen. Ja. Kannst du mir mal das... Puder? Ja, plus einen schönen breiten Pinsel. Mhm. Wo ist eigentlich Claudio? Hier. Claudio? Ja. Ah, da ist Claudio. Ich habe ihn gefunden. Genau, ich habe es dir auch schon ein bisschen abgeklopft. Okay, warte, wo ist... Da, okay. Okay, gib mir dein Gesicht. Also. Warte, ich geb dir mein Gesicht. Okay. Gib mir dein Gesicht. In your face. Bekomme ich den Pinsel? Der ist hier. Wo ist der? Jacke, ich sehe dich, ey. Das ist dir so da. Entschuldigung.
Okay. Was hätte ich gerne als nächstes? Den Augenbrauenstift. Also ich habe ein gutes Gefühl in meinem Gesicht, aber ob das so ausschaut, das weiß ich nicht. Augenbrauen? Mhm. Oh Gott. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Tanja braucht Ruhe. Oh mein Gott, ist das schwer, ey. Trifft sie meine Augenbrauen? Nein. Nicht? Echt nicht? Doch, machst du gut. Machst du gut. Oh Gott, wenn Claudio das sagt. Ganz genau, dort sind die Augenbrauen. Mhm. Das ist mein Auge. Oh. Nee, machst du, ich hab ein gutes Gefühl. Kannst du mir auch eine Monobraue malen? Ja, kein Problem. Oh. Ja, zum Glück muss ich heute nicht noch auf die Straße. Hier ist noch so ein bisschen dran, ne? Damit kann ich es ja. Okay. Ich würde es bei den Augenbrauen jetzt erstmal so. Ich denke, ich sehe bestimmt so bezaubernd aus. Ich würde jetzt den Bronzer erstmal nehmen. Ja. Ja, wo ist denn der? Claudio hat gerade hinter der Kamera gegähnt. Ich jetzt? Wie jetzt, Claudio? Was soll das? Ja. Nimm ruhig richtig Produkt, dass man was sieht hier in dem Video, oder? Sonst wird das ja zu zart. Also Claudio sagt, man sieht nichts. Ich weiß ja nicht, ob man Claudio jetzt unbedingt trauen kann, was das angeht. Claudio ist nämlich eigentlich wie Kahn. Mhm. Das sind wahrscheinlich müssen Balken hier. Oh, wo ist dein Gesicht? Ach, da. Jetzt würde ich den Highlighter nehmen. Yes. Der ist der Ober... Der ist krass, ne? Holy shit, wollte ich gerade sagen. Der ist von Too Faced. Der ist von Too Faced und vor allen Dingen, guck mal, die Verpackung ist auch wunderschön. Ich sehe es nicht. Ich kann den... Klar, voll ins Gesicht überall. Tut mir leid, ich kann den nicht einschätzen, den Highlighter, weil ich den nicht kenne. Er ist sehr Regen, also ich muss sagen... Was ist der Regen? Das ist sehr hell. Oh, das ist bei dir ein bisschen... Ich glaube, das ist so ein Highlighter, wo man wirklich nur ganz zart wenig braucht. Ich glaube, das war es jetzt mit wenig, ne? Scheinlich. Nimm ruhig mehr. Claudio sagt mehr. Wenn Claudio das sagt, dann machen wir das doch. Wo bist du? Hier. Näschen. Hier ist deine Lippe, ne? Mhm. Da. Nee, doch nicht. Okay. Ich hätte jetzt gerne den Lippenstift. Haben wir da eigentlich einen Lippenpinsel dazu? Oder sieht schlecht aus, oder? Sieht schlecht aus, aber du könntest ja den von den hier nehmen. Okay, gib mir deine Lippe. Gib mir mal eine Lippe. Wo ist denn die Lippe? Warte. Das ist richtig weird. Okay, warte, hier ist dein Kinn, dann müssen hier irgendwo deine Lippen sein. Nicht lachen, sonst hast du es am Zahn. Mhm. Ich will noch mehr. Claudio schon so lachen. Claudio? Claudio nickt! Claudio nickt, okay, dann. So, was ist Wimperntusche. Und dann lass das fixieren. Oh, davor habe ich ein bisschen Angst. Ich mach sie dir auf. Mhm. Guck nach oben oder nach unten. Guck nochmal, guck bitte einfach nochmal. Ich hab Angst, das glaube ich dir. Hätte ich auch. Okay, warte mal. Ich komm mal hier ist hinter dir. Das ne? ist mein Face. Okay, warte mal. Okay. Was machst du jetzt? Na, also wenn man das so von hinten oh macht, Gott. Kann ich kann das besser. Oh Gott. Hier. Vorsicht! Vorsicht, soll ich mich jetzt umdrehen oder? Nein, nee. Bleib da, ich will die anderen nur noch mal kurz überprüfen. Ja. Ich weiß auch nicht. Okay. Ich glaube, ich lasse es jetzt, bevor ich dir noch das Auge ausstiche. Ach, ich sehe bestimmt göttlich aus. Bestimmt. Okay. Sehe ich gut aus? Wo ist mein Stuhl? So. Ach so, dein Stuhl. Warte. Das war fehl! Was ist denn jetzt passiert? Du hast das Regal abgerissen! Oh nein, ich wollte das! Das können wir gleich machen, setz dich erst hin. Du darfst nicht gucken. Wisst ihr, was ich angefangen habe? Du darfst
jetzt, nachdem ich gerade irgendwas mitgekriegt habe. Soll ich euch sagen, wer das angebracht hat, das Regal? Darf ich jetzt eigentlich gucken? Nee, du musst doch mich fixieren hier. Ach ja, ich brauche noch das Fixing Spray. Warte mal, ich probiere das erstmal aus. Perfekt. So, dann tu du erstmal abnehmen. Ich habe mich ja selber noch gar nicht gesehen. Bei mir ist bestimmt auch gerade... Hä, ist gar nicht so schlimm. Also es ist nicht so schlimm wie erwartet, aber meine Lippenstift ist ja everywhere. Also sieht gut aus. Naja. Hab bestimmt also, viel Highlighter, ich oder? Ich hätte das, es geht. Ich hätte das vielleicht ein bisschen besser hingekriegt, wenn ich das gesehen hätte. Okay. Aber es ist nicht, also pass auf, es ist nicht so schlimm. So, ich will mich jetzt sehen. Ich hole mir mal einen Spiegel. Das ist auch nicht so schlimm. Warum hast du so gelacht vorhin? Okay, darf ich? Ja. Drei, zwei. Ja, es geht. Also ich finde, ich habe, also der Highlighter ist cool. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, der ist gar nicht so doll, ne? Nee, es ist sehr, sehr hell. Ich finde, du hast sehr wenig Bronze. Ja, ne, den sieht man nicht so gut. Die Lippen sind... Ja. Die sind everywhere, aber... Die Wimpern hast du echt gut hingekriegt, also hätte ich... Und Augenbrauen ja, hast du auch, okay, hast du auch gut getroffen, außer hinten. Also den Lidschatten, den hast du etwas... Ja, das ist... Der ist etwas missraten. Ja, ich glaube, wir hätten so richtig roten Lippenstift draufhauen müssen. Oh ja, das stimmt. Ich würde sogar... Also ich würde sogar jetzt, wenn eine Mutprobe oder eine Challenge wäre, würde ich sogar so außer Haus echt? Gehen. Ja. Ja, cool. Also, war auf jeden Fall witzig. Wenn euch das, also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob Danja das gut hingekriegt hat. Ich finde, sie hat das gut hinbekommen. Im Gegensatz zu das, was ich bei Eva gemacht habe. Weil Eva hatte eine Augenbraue, die lief hier hinten lang. Oh Gott. Okay, wenn es euch gefallen hat, ich Bianca ins Gesicht gemacht habe. Nee, also. Lasst gerne Daumen nach oben in your face. Wenn ihr, also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es witzig fandet und ob ihr mal vielleicht auch bei Spiel mit mir ab und zu mal so ein paar Mädchensachen machen sollen, wenn ihr da Lust habt. Also vielleicht mal so auch so in die witzige Richtung oder vielleicht auch das Kahn uns mal anmalt. Ja, das vielleicht nicht, aber dass er uns bestimmt, wie wir uns schminken müssen oder für was ist. Das hatte ich ja mit Kahn übrigens auch mal gemacht. Das war, das verlinken wir euch gerne, das Video, wo Kahn sagt, dass ich zum Beispiel das für die Augenbrauen nehmen musste und sowas, weil er nicht wusste, für was ist. War mega witzig, das könnt ihr gerne nochmal sehen, das ist verlinkt hier in der Infobox. Ja, und sonst würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.